Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, wie soll ich dieses Video nennen? Ich weiß es noch nicht so. Ich glaube, die Farbeskalation oder so. Und es geht vor allem um die neue Reihe von bei Beauty Bay, Utopia. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde natürlich auch die Pinsel von bei Beauty Bay verwenden. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich hier auf dem Tisch stehen habe, in der Infobox. Also alle Beauty-Produkte hier so, ne, die ich jetzt hier im Video verwende. Und ich beginne mit dem Blur Stick. Das ist der matt Blur Stick von bei Beauty Bay. Die Produkte von bei Beauty Bay habe ich weitestgehend in der Kooperation zur Verfügung gestellt bekommen. Aber nicht alles. Manches habe ich mir auch selber mal bestellt im Laufe der Zeit, um es einfach mal auszutesten. Und diesen Matt Blur Stick verwende ich tatsächlich nur dort, wo ich so sichtbare Poren habe. Ja, ich glaube, das macht Sinn, so auf der Nase, auf der Stirn, hier so im Wangenbereich. Ja, das presse ich mir jetzt einfach mal so in die Poren ein. Ich hatte das schon mal verwendet in Kombi mit einem anderen Primer, da hat es nicht so schön funktioniert, aber ich glaube, dass es auch an der Foundation lag. Das sehen wir jetzt, weil heute habe ich eine richtig geile Foundation, die normalerweise echt toll auf meiner Haut sitzt. Ich gebe mir aber zusätzlich noch einen weiteren Primer auf, und zwar den Maybelline Fit Me Luminous and Smooth mit Lichtschutzfaktor 20. Den mag ich einfach sehr gerne. Der ist relativ neu in der Drogerie eingezogen und den habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal verwendet und kann den wirklich empfehlen. Den gebe ich mir jetzt überall dorthin, wo ich den von bei Beauty Bay nicht aufgetragen habe. Das sieht doch schon mal alles so weit so gut aus. Das Gesicht ist gut vorbereitet. Ich kann mir einen Schluck Kaffee trinken und dann machen wir mit der Foundation weiter, würde ich sagen. Da habe ich von Purish zugeschickt bekommen und mit dem Code CLAUDISWELT15 sparst du 15% Rabatt und Affiliate-Rabattcode. Das heißt, ich verdiene daran auch eine kleine Provision. Ne? Das ist der Skin Realist von Nabla. Das ist so ein schöner Tinted Moisturizer, Tinted Balm, Tinted irgendwas. In der Farbe Fair habe ich den. Und oh, das ist so schön. Ich mag dieses Verpackungsdesign. Das ist ein Airless Container. Das heißt, wenn man oben drauf drückt, um das Produkt rauszukriegen, schiebt sich das langsam hoch, ne? Sodass da keine Luft ans Produkt kommt. Keine Luft, das Luft. Und wie der Name schon sagt, es ist ein sehr festes Produkt, also ein Tinted Balm. Sammy hat heute eine Impfung bekommen, beziehungsweise ein Impfcocktail. Deswegen ist er wahrscheinlich sehr platt und wir haben als Hintergrundgeräusche sein Schnarchen. Ich verwende jetzt einen Foundation-Pinsel, gehe dann in den Tinted Balm rein und verteile mir das erstmal grob damit in meinem Gesicht. Man kann den auch super mit den Händen einfach einarbeiten. Also eigentlich bräuchte man nicht diese Pinsel-Schwämmchen-Geschichte. Aber ich arbeite halt einfach gerne mit Pinseln und Schwämmchen. Denn ich arbeite mir den jetzt nochmal tiefer ins Gesicht ein mit dem Schwämmchen von Luvia in Kooperation mit Maxim. Richtig, richtig, richtig gutes Schwämmchen. Also schön weich, hat tolle Ecken und Kanten und Rundungen und so weiter. Also ich kenne ja das Bild von Namen schon, aber ich möchte mit euch mal nochmal zusammen auf meine Haut gucken. Wahnsinn, oder? Ich finde das also so eine tolle Foundation. Also es ist wirklich Skin Realist, weil es sieht aus wie Haut. Es sieht glowy aus, es sieht gesund aus, es sieht... Au, das war der Tisch. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Es hat gepflegt. Primer und so ist auch 1A hier drunter, ne? Also, ja, auch der Blur Stick, wundervoll. Also gefällt mir gerade, was ich sehen kann. Weiter geht die Bildreise. Jetzt möchte ich nämlich einem Concealer noch eine weitere Chance geben, beziehungsweise den habe ich ja in meinem Full Face by Terry schon verwendet. Sackenteuer das Vieh. Terribly Denseless Concealer habe ich in der Farbe 3 Natural Beige. Der hat mir in der Kombination mit der by Terry Foundation ja richtig krasse Augenringe gemacht. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht der Fall sein wird, denn ansonsten muss ich wieder von vorne anfangen mit meinem Schminkerei. Denn dieses Make-up muss bitte lange halten. Ich habe heute noch einiges vor. Ich war nachher, also ich habe jetzt noch Urlaub, ich war nachher mit meiner Mama zu IKEA tatsächlich und da bekomme ich endlich mein Weihnachtsgeschenk tatsächlich. Wahnsinn, oder? Ich werde mir ein paar Alex-Regale holen, um das Ganze hier so ein bisschen organisierter zu gestalten und euch dann irgendwann auch meine Schminksammlung zu zeigen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ein Füßchen und dann kommt das einmal so ums Auge drumherum. Mr. Fried Familie kriegt auch schon mal ein bisschen was ab. Da ist ganz schön viel am Start, weil Lost Woche so am Start sind, also von daher
muss ich mir hart gönnen. Also ich habe die Foundation und den Concealer, nachdem ich das Fullface bei Terry geschminkt habe, ja auch schon separat voneinander verwendet. Und da hat es auch funktioniert. Also da sah es halt nicht so furchtbar aus wie in dem Video. Und dann arbeite ich mir das mit dem Beauty-Schwämmchen ein. Der Concealer wird definitiv nicht mein Lieblingsconcealer werden, weil ich den Mühe zu dunkel für mich finde, ein bisschen zu gelbstichig. Ich gucke immer wieder ganz genau hin, ob er mir jetzt Augenschatten macht oder nicht. Und ich finde auch immer, dass er mir ganz leichte Augenschatten zaubert. Der hat eigentlich eine leichte Deckkraft. Und ja, ne, also meine Rötung hat er jetzt nicht wirklich abgedeckt. Da ist ja, nee, da muss ich gleich mit Puder nachhelfen. Aber er ist okay. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn wirklich in meiner Sammlung behalten möchte. Weil nur okay für einen über 50€ Concealer oder so, finde ich halt auch irgendwie tragisch, ne? Als Eyeshadow Primer verwende ich von Catrice den 18 Stunden Lasting Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying. Das ist dieser hier. Der kommt sehr, sehr flüssig raus und der wird mit dem Concealerpinsel eingearbeitet. Gerade wenn ich ein haltbares Make-up schminke, mache ich das ganz gerne, dass ich mir sowohl cremige als auch pudrige Texturen bei Blush und Highlighter mit aufgebe. Dadurch verlängert man die Haltbarkeit an sich, die Intensität auch ein Stück weit. Und irgendwie fühlt sich das auch schöner und natürlicher auf der Haut tatsächlich an. Und dafür verwende ich jetzt als Blushstick den von Fenty Beauty in der Farbe Yacht Life. Ja, so heißt er. Im Prinzip ist es ein Blushleiter. Da hast du Blush und Highlighter mit drin, aber einen Highlighter trage ich mir gleich auch nochmal separat auf. Ich mache das ganz gerne so, dass ich den Foundation Buffer, den ich verwendet habe, erstmal am Handtuch neben mir etwas sauber mache, sodass ich grob das Pigment, was drauf noch irgendwie vorhanden ist, abnehme. Und dann gehe ich mit diesem Pinsel direkt über den Blush und lade den Pinsel schön auf. So in der Art. Und dann tapere ich mir das hier so hin. Der Fenty Stick ist sehr dezent, aber ich finde den recht schön. Und wenn ich das so für die Arbeit mache zum Beispiel, gebe ich mir auch manchmal einfach nur den Fenty Stick auf. Manchmal einfach nur eine leichte BB-Cream oder sogar gar nichts drunter. Je nachdem, manchmal habe ich dann ja auch meinen Beauty Mates Selbstbräuner Booster verwendet und dann sieht meine Haut echt perfektioniert aus. Und wenn ich dann keine Mr. Fried Ausflugsfamilie habe und so, brauche ich ja auch in dem Moment nichts abdecken. Über die Nase auch so ein bisschen. Und dann reicht mir das einfach. Ne? Dann sieht das schön natürlich und frisch aus. Das mag ich gerne leiden. Ich möchte aber mehr. Und deswegen verwende ich von Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter. Bam! Kiko hat jetzt aktuell auch in der Limited Edition einen, der sehr, sehr ähnlich ist. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Und den tupfe ich mir hier so hin. Blende den aber direkt mit dem Foundation Pinsel. Kann man auch mit dem Schwämmchen machen, wie man es halt gerne mag. Das gibt nochmal einen schönen Glow auf die höchsten Stellen meiner Wange. Fühle ich mich jetzt wie eine Hollywood-Lady? Naja, geht so, ne? Ich habe halt ein bisschen Glow im Gesicht. Aber es ist schön. Und es ist hochwertiger Glow. Charlotte Tilbury gibt es jetzt übrigens bei Douglas. Das fand ich auch cool. Ich habe nämlich gestern Nacht tatsächlich, als ich nicht schlafen konnte, so ein bisschen gesurft und habe das gesehen, dass da super viele Produkte dort auch verfügbar sind. Scharf, oder? Jetzt habe ich die ganzen cremigen Texturen soweit aufgetragen und dann verwende ich ein Setting Spray, um das Ganze zu setten. Da hat bei Beauty Bay das Mattifying Setting Mist rausgebracht. Das ist dieses hier. Das mattiert aber ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich gut finde. Es macht das Ganze nur haltbarer. Jo. Also man sieht immer noch Glow, was ich schön finde. Jetzt möchten wir aber das Ganze mit Puder auch fixieren, sodass es sich nicht abstempelt, wenn ich eine Maske trage oder wenn ich mir ins Gesicht fasse oder sonst irgendwas. Oder dass Haare dran kleben bleiben, wenn ein Windstoß kommt. Da verwende ich unter den Augen von Fenty Beauty das Pro Filter Mini Instant Retouch Setting Powder. In der Farbe Butter habe ich das. Ich nehme mir dafür dann immer ganz gerne so eine Highlighter-Pinsel-Geschichte, gehe dann vorsichtig in das Puder rein und sette damit unter meinen Augen. Und in diesem Falle mache ich dann auch schon direkt ein bisschen was auf mein Augenlid, um meine Base zu setten. Hier sehen wir dann einmal die gesettete Base und hier ist es noch ungesettet. Also das Puder mag ich sehr gerne. Das ist ein schöner Ton, das ist ein haltbares Puder und ich kann es auch Fullface verwenden, aber für mein komplettes Gesicht habe ich noch ein anderes Puder. Denn ich habe von Charlotte Tilbury hier dieses Puder. Es ist winzig klein, aber es ist da. Es ist in der Farbe 1 Fair und es hat sogar einen Minispiegel mit dabei. Ja, und wie gesagt, dafür nehme ich jetzt einfach einen großen Fluffel da durch
und sette damit einmal mein komplettes Gesicht. Das Puder ist echt fantastisch, denn es zaubert so einen Weichzeichner-Effekt nochmal auf das Gesicht und es sieht alles wundervoll aus, finde ich. Der Highlighter kommt noch richtig schön durch, der Blush ist nur noch ganz subtil zu sehen, deswegen man könnte es theoretisch so lassen, wenn man möchte, ne? Aber ich werde mir gleich noch was an Top geben, denn ich will es sehen. Ich verwende auch Blush, Bronzer und Highlighter von By Beauty Bay. Da habe ich zuallererst in der Farbe Fawn den Bronzer. Übrigens ist By Beauty Bay auch cruelty free und ich glaube sogar, alle Produkte sind vegan. Dann nehme ich mir auch wieder den gleichen Pinsel wie gerade. Muss gar nicht so viel verwenden, weil der sehr gut pigmentiert ist und wärme damit jetzt einfach mal so ein bisschen mein Gesicht auf. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser, weil ich wieder Leben habe. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr süß aussehen und deswegen verwende ich Blush. Da habe ich in der Farbe Peachy diesen By Beauty Bay Blush. Der ist, ich glaube, sogar ein bisschen schimmernd, ne? Oder ist der nur matt? Aua, ich hau die ganze Zeit gegen den Tisch. Frag mich nicht, warum. Dafür verwende ich hier den Blushpinsel aus dem By Beauty Bay Pinselset und trage mir den hier hin. Der kommt richtig schön raus, finde ich. Also das sieht sehr, sehr harmonisch, fast schon natürlich aus. Also das hat auch schon mal noch ein bisschen mehr Frische gegeben. Und der ist nicht so kabam, ne? Also wenn man halt eher so einen subtileren Blush haben möchte, bietet der sich auf jeden Fall an. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Highlighter übrigens so intensiv noch rauskommt. Finde ich gerade total beeindruckend. Denn ich habe mir auch noch einen weiteren Highlighter hier rausgesucht, den ich jetzt noch on top geben werde. Läuft in der Farbe Flash von By Beauty Bay. Und der ist wirklich hammerhart, ne? Also krass. Ja, okay. Es wird glowy heute. Highlighter-Pinsel, den hatte ich ja eben schon mal. Und dann trage ich mir den nochmal on top. Huh, ich muss es kurz verblenden. Aber ein schöner Highlighter, also, ne? Das ist jetzt nur einfach, wow. Sehr krass, sehr krass. Aber gut, der Look wird auch sehr krass. Meine Mom wird echt mich aus dem IKEA schmeißen wollen. Ich weiß es nicht. Ob sie mich mit reinnimmt, man weiß es nicht, wenn ich gleich meinen Look hier zauber. Ihr habt es ja schon im Thumbnail wahrscheinlich ein bisschen gesehen. Also der Highlighter ist wunderschön, ne? Kann man nicht anders sagen. Es ist nicht subtil, es ist intensiv. Ich muss gerade nur echt, oh Mann, an das Gesicht von meiner Mama denken, von meiner Mama denken. Denn es ist meistens so, dass wenn ich mich so intensiv schminke, dann habe ich danach irgendwie, dass wir irgendwas zusammen machen. Das ist meistens so. Ich weiß gar nicht, aber irgendwie, das kommt halt so. Und ich glaube, die denkt auch echt manchmal, dass ich einen Schuss habe, ne? Habe ich auch. Augenbrauen. Hat By Beauty Bay auch im Sortiment. Da habe ich in der Farbe Almond einmal diesen Augenbrauenstift. Da haben wir auf der einen Seite einen Spoolie und auf der anderen Seite eine sehr dünne Mine zum Rausdrehen. Mega gut, also ich mag diesen Stift einfach super gerne und das funktioniert 1A damit, die Farbe passt. Und ja, deswegen kann ich sehr empfehlen und das ist einfach auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her bei Beauty Bay relativ günstig, ne? Kaffee ist leer, Wasser muss her. In der Farbe Biscuit habe ich jetzt auch noch den Brow Fixer von By Beauty Bay. Das ist ein getöntes Augenbrauengel, was auch noch so Faserpartikel enthält. Das heißt, man macht dadurch nicht nur die Fixierung von der Augenbraue, sondern man gibt der Augenbraue auch noch ein bisschen mehr Fülle. Und wenn man das vorsichtig anwendet, dann schmiert man auch nicht so höllisch rum, wie ich das gerne mal mache. Also ich würde es tatsächlich eher verwenden als Ersatz zu einem Augenbrauen. Stift, ne? Dass man das einfach mal ebenso schnell für den Alltag nehmen könnte. Aber so auch in Kombi ist es farblich auch definitiv eine gute Geschichte. Und es fixiert halt wirklich, das muss ich auch dazu sagen. Da spart man sich dann auch das zusätzliche Augenbrauengel, was ich ja ganz gerne verwende. Ja, und man hat halt Farbpigment damit bei. Also an und für sich eine schöne Sache und ich finde meine Augenbrauen heute recht schick. Widmen wir uns dieser wunderschönen Pressed Pigment Palette und die knallt. Also hiermit ist es jetzt vorbei mit dem neutralen Look, Leute. Tada! Meine Mom wird mich hassen. Ich lieb's. Ja, also wir haben hier keine Schimmertöne drin, es sind halt ausschließlich matte Töne. Aber die haben es in sich, ne? Haben wir jetzt einmal die Swatches und ich würde sagen, die Farben leuchten schon ziemlich intensiv.
Dann wollen wir mal. Ich starte, also ich nehme mir als allererstes so einen fluffigen Blendepinsel und gehe in den gelben, gelb-grünen Ton Eden rein und setze mir den tatsächlich in meinen Innenwinkel. Das ist schon mal intensiver. Wow. Kurz nur reingedippt, abgeklopft, aber wir haben ja auch eine Pressed Pigment Palette, das darf man nicht vergessen. Dann nehme ich mir mal den Ton Bliss, das ist dieses Pink. Das setze ich mir direkt daneben. Auf mein bewegliches Lid. Ah, ich glaube, dafür ist ein etwas feinerer Blendepinsel, der etwas festgebundener ist, noch etwas besser, weil ich da präziser mit arbeiten kann, ja. Nach außen hin setze ich mir dann den Ton Blaze, das ist dieser Orangeton. Super toll pigmentiert, also das mag ich, ne? Ist ja auch eine Pressed Pigment Palette, das hätte ich ja nicht anders erwartet eigentlich, aber das sieht schon schön sommerlich aus. Jetzt nehme ich mir so eine Art, weiß ich nicht, Blender Smudger, weil der halt ein bisschen abgeflacht ist und gehe in den Ton Halkion rein, das ist dieses Grün. Und den setze ich mir erstmal nach unten an den unteren Wimpernkranz. Aber nur so in mein inneres Drittel. Und nach außen hin möchte ich mir dann den Ton Paradise geben. Das ist dieses Türkisblau. Man muss schon vorher immer abklopfen, ne? Dass es kein Fallout oder sowas gibt. Aber ich finde das so geil gerade, Leute. Gott, wie ich das gerade feier. Oh, meine Mama wird mich enterben. Aber ich finde es großartig. Oh, Sammy. Frauchen ist verrückt. Der Look wird wahrscheinlich erst im Juli online kommen, aber wir haben es heute, den 22. Juni, und ich werde das Bild auch gleich auf Instagram posten, beziehungsweise wenn der Look dann fertig ist. Und es ist halt einfach perfekt zum Pride Month. Und deswegen, ne, mache ich jetzt auch gerade so einen kleinen Rainbow-Look, weil ich einfach finde, passt doch gerade. So, das ist der Lidschatten, ne? Ich feiere das. Also ich musste wirklich nicht super viel verblenden. Ich bin hart am Überlegen, ob ich jetzt noch den Highlighter irgendwie mit dazu nehmen möchte. Ich glaube, so ein bisschen auf dem beweglichen Lid könnte das ganz geil aussehen. Vor allem findet er sich dann wieder, ne? Was dann hier auch auf der Wange ist. Das machen wir. Die Palette ist eine mega Empfehlung für Leute, die auf Farben stehen. Ne? Absolut. Also das steht außer Frage. So, ich habe den Pinsel jetzt sauber gemacht am Handtuch, mache ich ja die ganze Zeit, um das Pigment so ein bisschen runterzunehmen. Und dann gehe ich jetzt hier in meinen wundervollen Highlighter rein, habe gut was auf meinem Pinselchen drauf. Oh ja, kommt gerade richtig gut. Kann man so stehen lassen. Könnte man theoretisch, wenn man nicht auch noch einen Eyeliner hätte, der bunt ist. Wir haben noch eine, Eyeliner. Ich sage immer Eyeliner. Eyeliner-Palette. Und diese Palette hat diese Farben und die aktiviert man mit Wasser. Das Pink und das Orange kommen jetzt hier in der Kamera, in dem Display nicht so rüber. Das ist Neon. Das ist richtig hell. Das ist richtig hell. Nehme ich ein bisschen was von diesem Setting Spray. Machen wir das in den Deckel. So, dann habe ich hier so ein ganz feines Pinselchen auch mit in dem Pinselset drin, was perfekt ist. Und ich starte tatsächlich im Innenwinkel mit Orange. Ich weiß noch, als ich die Sigma-Palette auch ausgetestet habe, die ich von Purist zugeschickt bekommen habe, da habe ich mich auch danach mit meiner Mama getroffen. Ja, die kennt das von mir. Also ich gehe damit quasi bis so hinter meiner Iris, also bis zum Ende meiner äußeren Iris. Und dann werde ich jetzt gleich den Lila-Ton nehmen, weil hier ja auch das Orange schon bei dem Lidschatten quasi anfängt. Ich habe mir das Orange jetzt obendrauf auch noch ein bisschen weiter mit nach hinten gezogen. Und also das finde ich schon mal richtig geil. Ich habe aber auch noch Bock, von unten mir so einen blauen Strich noch darunter zu setzen, damit das quasi auch mit unten so ein bisschen besser abschließt. So habe ich mir das zwar nicht vorgestellt, aber so ist es jetzt geworden. Ich biege jetzt zunächst einmal meine Wimpern, damit ich Chancengleichheit bei den Mascaren gleich schaffen kann. Auf dieser Seite verwende ich die Damn Girl Mascara von Too Faced und auf dieser Seite The Mascara von Revolution. Beide Mascaren haben ein ziemlich krasses, Oschi-mäßiges Kunsthaarbürstchen in Erdnussform. Ohne Mascara. Erste Schicht.
Zweite Schicht. Dritte Schicht. Aus der Entfernung gefällt mir tatsächlich die von Revolution besser. Aber aus der Nähe gefällt mir die von Too Faced deutlich besser. Weil die Revolution Mascara hat doch ein bisschen mehr die Wimpern verklebt. Natürlich, ich habe 3 fette Schichten drauf, Leute. Ne? Aber bei dem Look wollte ich das einfach etwas intensiver gestalten. Aber es geht ab, ne? Ja, Wimpernserum ist natürlich auch in der Infobox verlinkt, weil das darf man nicht außer Acht lassen. Es liegt sehr viel immer am Wimpernserum. Aber performt auf jeden Fall schon mal beides sehr hübsch. Die Lippen dürfen jetzt gerne mal so ein bisschen zurückhaltender werden, wenn das Augen-Make-up schon so intensiv ist. Da habe ich hier auch von By Beauty Bay den Lip Liner in der Farbe Heather. Und das ist so ein, ja, nudiger Ton, würde ich einfach mal so sagen. Das ist einer zum Anspitzen. Ein nudiger Move-Ton vielleicht. Passt jetzt eher so lala zum Look, weil ich hätte jetzt eigentlich hierzu besser einen ganz klaren Gloss nehmen können. Egal. Ich habe jetzt hier auch aus der Utopia Collection die Shimmer Lip Glosse. Das ist ein Trio. Hier haben wir die 3 verschiedenen Farben. Gold wäre ganz geil, dieser Imagine, aber der ist mir vielleicht sogar ein bisschen zu dunkel. Magic, das ist so ein, der ist richtig schön. Den könnte ich mir sogar ohne den Lip Liner noch vorstellen. Und dann habe ich so einen klaren, der auch Sparkles drin hat. Der heißt Ethereal. Ich werde mir jetzt dieses Magic aufgeben. Ich gucke mal, wie das aussieht, wenn ich keinen Lip Liner drauf habe. Ich glaube, das wäre auch mal ganz interessant. Also ich finde schon, dass es schön aussieht. Ne? Ich mag auch die Lipglosse von By Beauty Bay total gerne. Aber ich glaube, hierzu muss eigentlich eine ganz zurückhaltende Lippe her, oder? Finde ich definitiv harmonischer. Also natürlich habe ich jetzt meine Lippen nicht so wirklich intensiv betont, aber bei so einem Augenlook, Leute, muss ich meine Lippen auch nicht groß betonen. Ihr Lieben, das hier ist jetzt mein fertiger Look und ich fühle mich wie ein Paradiesvogel, aber ich finde es wunderschön. Ich bin sehr gespannt, was meine Mom gleich sagen wird, wenn ich so zu ihr fahre. Ne, weil, ne, hätte ich jetzt die Lippen so krass gemacht und die Augen dezent, dann wäre das nicht so schlimm, weil ich trage ja eh eine Maske, aber ich glaube, sie wird erstmal lachen. Ihr Lieben, das war's auf jeden Fall. Ich kann euch die Produkte echt ans Herz legen. Ganz, ganz geil. Gerade diese Utopia Collection und die hier diesen Skin Balm von Nabla. Hammermäßig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!